Soziale Netzwerke verbinden überall auf der Welt Menschen miteinander. Doch in letzter Zeit stehen sie in der Kritik. Facebook zum Beispiel hat schon reagiert und die Privatsphäre-Einstellung eingeführt. Schnappfisch zum Beispiel ist auf Facebook auch als Fanseite vertreten. Doch wie sicher sind eigentlich die normalen Profile? Antworten darauf liefert der nächste Beitrag. Viele Jugendliche und junge Erwachsene verwenden soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und WhatsApp. Hier spielt Sicherheit eine große Rolle. Schützen sich die Nutzer von sozialen Netzwerken ausreichend im Internet? Sind Sie mit einem sozialen Netzwerk verbunden und wenn ja, mit welchem? Mit Facebook. Wie schützen Sie sich im Internet? Ich habe meine komplette Seite fast gesperrt. Also nur wenn man mit mir befreundet ist, sieht man das von mir. Und sonst, Bilder, alles komplett gesperrt. Ja, ich benutze Facebook, Xing, YouTube. Wie schützt du dich im Internet? Da habe ich verschiedene Maßnahmen. Ich achte zum einen auf die Posts, die ich verfolge. Dann gucke ich, dass ich eine vernünftige Firewall habe. Und Privatsphäre-Einstellung natürlich, ne? Wie schützt du dich im Internet? Überhaupt nicht, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe ein Virus, also so ein Antivirus. Norton oder so heißt es, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was hilft. Wie ich mich schütze? Ich versuche die Privatsphäre-Einstellung so angepasst auf mich wie möglich einzustellen. Also einfach, dass das nicht öffentlich ist für alle Menschen, sondern einfach nur für meine Freunde. Welche Fehler machen die Internetnutzer am häufigsten? Aus unserer Wahrnehmung, dass sie eher sozusagen fahrlässig damit umgehen oder wenig drüber nachdenken, wenn sie irgendwas ins Internet stellen, in dem Moment nicht drüber nachdenken, dass das vielleicht in 1, 2 oder 5 Jahren ihnen nicht mehr so angenehm ist, dass da bestimmte Fotos existieren. Man hat sozusagen dann nicht die Sicht, die Tragweite sozusagen vor Augen und irgendwann ja, merkt man es dann eben doch und dann hat man wirklich die Probleme, das wieder einzuholen. Das Handy gehört zu vielen von uns ins alltägliche Leben. Doch die Jugendlichen verbringen die meiste Zeit davor. Viele von ihnen downloaden sich alle möglichen Apps und kennen nicht einmal die Hintergründe. Ja, Smartphone-Apps sind ganz schwierig zu beurteilen, weil die Hersteller und also weder aus Herstellerseite bekommt man wirklich Informationen, was die für Daten übermitteln, auf welche Dinge die im Smartphone zugreifen. Die lassen sich immer sehr viel Rechte einräumen auf dem Gerät. Ob die wirklich dann so nutzen oder nicht, ist dann häufig sehr schwer zu beurteilen, bis auf ganz wenige, so die, sag ich mal, das ganz beliebte WhatsApp, wo man dann weiß, dass die relativ viel an Daten abziehen aus dem Gerät, also die Kontakte insbesondere, da sind die immer sehr daran interessiert. Natürlich ist das Internet nicht frei von Viren. Sollte man einmal in eine solche Falle getappt sein, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Wie schützt man sich denn im Internet? Ja, ich denke zunächst mal, indem man wirklich eine gewisse Vorsicht walten lässt und sich wirklich überlegt, bevor man was dort reinstellt, insbesondere auch wenn man über Dritte was reinstellt, also irgendein Kommentar oder ein Foto, wo jemand anders drauf ist, ins Internet stellt, dass man sich wirklich überlegt, ist das, will der das, will ich das, kann ich das auch ertragen, wenn das eben noch in vielen Jahren da drin ist oder wenn jemand anderes das kopiert und ich es eben nicht mehr kontrollieren kann. Ich denke, das ist sozusagen erstmal so eine generelle Schutzidee, die man im Kopf haben sollte. Und dann gibt es natürlich noch viele technische Sicherungen, eben sowas wie ein Virenscanner und diese ganzen Dinge, dass man natürlich dann sozusagen jetzt nicht auch irgendwelche Trojaner oder sowas auf seinen Rechner holt. Nicht nur soziale Netzwerke machen sich an unsere privaten Daten ran, denn je mehr Daten man angibt, desto größer besteht die Chance, gefunden und gehackt zu werden. Auch hier zählt wieder die Sicherheit. Tja, aber selbst hier wird kein Schloss helfen.